geht an Khawla. السؤال الثاني يتوجه إليك. Khawla, wie weit ist die Frauenorganisierung in Raqqa momentan entwickelt? Aber vielleicht könntest du auch uns über die Lage der Frauen vor dem Daesh und während der Daesh-Besetzung in Raqqa kurz erzählen und jetzt danach, wie weit die Frauenorganisierung momentan in Raqqa ist. Tanzim al-Mata fi Raqqa, Mustawa al-Tanzim, wa fi al-Bidaya, iza mumkin an tatakallami an Raqqa wa kayfa kana al-wada, wada fi Raqqa, qabl wa ba'd tanzim al-Mata. طبعا مساء الخير لكم. Einen schönen Abend. شكركم على الدعوة وحضوركم لسماعنا. Ich danke Ihnen für die Einladung und uns zu hören. طبعا أنا راح أحكي لمحة عن Ich werde einen Überblick. Werde ich einen Überblick über Daesh, IS, Daesh ist IS, damit wir durcheinander nicht bringen. Ja. كوني كنت أعيش في الرقة. Ich war, ich lebte in Raqqa, in der Hauptstadt von IS. طبعا في أجواء كانت مسيطرة داعش الإرهابية. Die Atmosphäre, die unter terroristischen Herrschaft von IS. وخاصة طبعا النساء. Besonders haben die Frauen darunter gelitten. طبعا كانت المرأة منذ طبعا سنة ونصف كون سنة 2017 هي سنة تحرير. 2017 war das Jahr der Befreiung. طبعا الوضع اللي عاشته المرأة في الرقة إنه المرأة ليس لها كلمة ولا. Die Frau lebte in Raqqa und sie hatte überhaupt nichts zu sagen. Kein Wort durfte sie sagen. Also gut. كانت معدومة الشخصية. Ihre Persönlichkeit, Identität war nicht existent. طبعا الشيء أول شيء فرضوا عليها هو اللباس الأسود. Sie haben zunächst das die schwarze Kleidung aufgezwungen. وبعدها السيطرة على الذكور يعني على الرجل. ودن die IS Leute haben die Männer unter ihre Kontrolle gebracht. طبعا وضع في رأس الرجل أن المرأة عورة، المرأة لا تخرج، المرأة لا يعني لا يطلع صوتها. Und sie haben den Männern immer gesagt, die Frau ist Aura, das ist ein Schimpfwort. Es ist nichts. Sie darf nicht alleine gehen, sie darf das nicht machen, das, ja. Und dadurch hat der Mann noch mehr die Frau unterdrückt und beherrscht. طبعا هم عكس هالشيء هم الشيء اللي بدهم اياه يسوونه طبعا alles was sie wollten haben sie gemacht فتحوا مكاتب للزواج sie haben büros für heirat heiratsbüros eröffnet للبنات القاصرات طبعا اللي طبعا اهلها ما يقبلون يزوجون الواحد داعشي فتحوا مكتب انه تلتجئ له وتتزوج من الداعشي die mädchen unter dem Heiratsaltar haben die Eltern nicht erlaubt, dass sie heiraten, aber die Daesh haben sie IS sie zu sich gebracht und heiraten lassen. Und die Frau, deren Mann im Krieg stirbt, sollte einen Freund von ihrem Mann heiraten. Und sie haben gezwungen, die Frau gezwungen, dass sie nicht rausgeht ohne Begleitung, Vater, Brüder. إنه حتى إذا استعملت أسلوب الكذب عليهم خلاص هاي حلال يعني. Auch durch Lügen, wenn die Frau rausgeht, wird über die Frau gesagt, auch wenn Lügen, wird alles geglaubt.
طبعا بهالاسلوب هم يقشون الاسلام انه اليوم انا احلف يمين انه هذا هو زوجي او هذا هو اخوي. فهاي الشيء اللي مارسوه علينا واللي خلونا نتبعه. Und dadurch haben sie uns zu Lügen gezwungen, dass man zu jemandem sagt, das ist mein Bruder oder mein Freund, obwohl nicht sein Bruder oder ihr Bruder ist. عدل لباس الأسود اللي كل سنة لازم إن لباس شكل يعني كل سنة يخلقونا أول شيء العباية والنقاب بعدين الدرع. Jedes Mal, jedes Jahr haben sie neue Formen von Kleidungen und Schleiern aufgezwungen, jedes Mal neue Variante. طبعا كل الأشياء اللي عم يسووها هاي في مصلحة إنه يعني خسرونا المادة المصاري اليوم إذا يمسكوا مرة بالشارع فيخسرونها مبلغ مادي. Und das ging immer ums Geld, damit sie immer Geld von uns bekommen. Egal was wir machen, müssen wir bezahlen. يعني يجوا للمرأة بحجة إنه السترة إنه اللباس لازم تكوني مسترة لازم تكون عورتك ما تبين. Sie haben gezwungen, dass die Frau verschleiert ist und immer mit in Begleitung, wie gesagt, und damit sie ihre Anforderungen gerecht wird. طبعاً كل هالشيء هذا الضغوطات اللي ضغطوها على المرأة كونها كانت تدرس منعوها من الدراسة من الخروج من المنطقة. Diese Unterdrückung und verschiedene Arten von Unterdrückungen waren und sie haben uns verboten, Schulen weiter zu besuchen. طبعاً هالشيء المرأة الرقاوية أو المرأة المنبجية أو الطبقاوية أو الديرية ولد عند المرأة ضعف شخصية. Und dadurch entstand bei der Frau in Raqqa, in Dersur, in Minbij, in den Gebieten, in den von IS besetzten Gebieten, ohne Persönlichkeit. Die Frau hat ihre Persönlichkeit verloren. طبعاً هالشيء ولد عند المرأة إنه عدم التخلص من هال الظلام أو هالحكم الإرهابي. Ja, sie wollten die Frau zum Glauben bringen, dass das Leben ist ewiges Leben ist. Das ist das Leben. Also dieses dunkles Leben. Und nach der Befreiung بدأت المرأة كبداية هي بدأنا بتنظيم المرأة كوني أنا. Also nach der Befreiung unmittelbar nach der Befreiung haben wir angefangen die Frauen zu organisieren. Ich war dabei. طبعا كوني أنا امرأة عانت عائلتي وأنا من ضغط داعش. Und ich persönlich und meine Familie, weil wir von Daesh unter Daesh gelitten haben unter IS. طبعا بعد ما تحررنا أنا أول شيء هو انتسبت لهذا التنظيم طبعاً تنظيم الإدارة الذاتية. Ich persönlich habe ich mich danach sofort entschieden in der Selbstverwaltung demokratischen Selbstverwaltung zu arbeiten. طبعاً اللي بلشت أنظم به هو وضع المرأة. Und das vor allem deswegen, weil die Lage der Frau dort anders ist. عن طريق الاجتماعات سماع. Durch Veranstaltungen, Treffens. Ich habe die Geschichten, also Frauengeschichten oder was den Frauen geschehen ist, unter Daesh gehört. Wir haben angefangen, Kommunen zu organisieren. Diese Kommunen sind für Frauen, also Frauenkommunen. بدأنا بفتح دار المرأة. Wir haben Frauenhaus gegründet, eröffnet. لحل قضايا المرأة، شكاوي المرأة. Für die Probleme, damit die Probleme der Frauen besprochen werden und gelöst werden. النساء التي عانت في وقت داعش، طبعاً دار المرأة هي دار للصلح. Also dieses Haus, Frauenhaus, ist für Verständigung, Versöhnen. قضايا الطلاق، قضايا الخلافات الزوجية.
Es geht um Scheidungen, um Probleme in der Familie, familiären Probleme. طبعاً كون المرأة ما إلى حق كان ما إلى الحق التكلم أو الدفاع عن نفسها قبل. Also früher hatte die Frau überhaupt nichts zu sagen. قمنا طبعاً بلجان الصلح بالدفاع عن المرأة. Wir haben in diesem also in diesem Haus und in anderen Komitees darüber gesprochen über die Rechte der Frau. طبعاً كوني كنت أدرس حقوق. Und ich persönlich habe Jura studiert oder war ich dabei, Jura zu studieren. Ich habe im Gericht die, also die juristische Seite übernommen, die Frau zu verteidigen, also als Juristin in diesem Haus. طبعاً هذا التنظيم هو اللي دعمني إني أكون اليوم أنا ممثل المرأة في المحكمة. Und diese Verwaltung, Selbstverwaltung, hat mich dahin gebracht, dass ich als Vertreterin auftrete. طبعاً اليوم فتحنا المجالس، مجالس المرأة. Wir haben Frauenräte, Räte gegründet. طبعاً كون الفترة يعني مرت سنة. على تحرير المنطقة يعني بالنسبة لنا. Es ist nur ein Jahr ist vergangen nach auf die Befreiung von Raqqa. هناك يعني بسرعة المؤسسات تشكلت المرأة لها دور بالمؤسسات بالبلديات. Also die Einrichtungen, die Verwaltungen sind sehr schnell gegründet, errichtet. اليوم هي رئاسة مشتركة بالإدارة هي والرجل في رأي واحد. Es ist, läuft jetzt und die Führung sind doppelt, also Co-Vorsitzende. يعني في أي مؤسسة تكون لها مكتب خاص بالمرأة بقضايا المرأة. In jedem Gremium gibt es ein Büro extra für Probleme der Frauen. لأنه في كل مؤسسة لازم المرأة يكون لها حقوق. In jeder Einrichtung muss für die Frauen, also die Rechte der Frauen garantiert werden. طبعاً لجان الصلح اللي تشتغل بدار المرأة هي في منسقية بينها وبين المحكمة إنه أي قضية تبرع المحكمة لازم تكون في قبول من دار المرأة. Es gibt Koordination zwischen diesen Komitees, also Frauenkomitees und dem Gericht, damit sie koordinieren, die Probleme gemeinsam lösen. Wir haben Räte gegründet in Raqqa und Umgebung. Also dieses Haus, Frauenhaus für die Versöhnung, für Rechte der Frauen, aber auch andere Group, Komitees. طبعاً كون المرأة عاشت وضع صعب في الرقة، نحن عم نفتح ضمن هالمجالس دورات تدريبية تثقيفية فكرية للمرأة. Ja, weil die Frauen sehr stark in Raqqa unter IS gelitten haben, führen wir Kurse, Ausbildung in verschiedenen, aus verschiedenen Gebieten, kulturelle, andere erzieherischen Themen. Wir haben Akademien eröffnet. Also, das alles während eines Jahres. Wir haben eine Verwaltung für Raqqa zustande gebracht. Also Verwaltung, es geht um die Frauen. طبعاً وهي بموافقة إنه اليوم كل المؤسسات أول شيء تأخذ برأي إدارة المرأة بعدين يقرروا. Alle Einrichtungen müssen zuerst die Meinungen der Frauen bekommen und dann entscheiden. طبعاً اليوم المرأة ضمن هالمجالس وهالتشكيلات بعد إنه المرأة هي ضمن صفوف القوات العسكرية. Also das ist dieser Bereich, aber auch die Frau ist vertreten in den bewaffneten Kräften, also syrischen demokratischen Kräften.
طبعا ما أبرقها بحياتها ما كانت تفكر إنه هي تحمل سلاح أو تدافع عن نفسها. Niemals hatte die Frau in Raqqa daran geträumt, irgendwann Waffe in die Hand zu nehmen und sich zu verteidigen. Gab es nichts. Also, unter IS-Herrschaft dürfte nicht mal ihre Stimme laut werden. Nicht mal mit den Worten, mit ihrer Zunge dürfte sie sich verteidigen. Zurzeit bekommt sie Waffe in der Hand, kämpft gegen IS und verteidigt sich. طبعاً يعني عدد النساء اللي البنات اللي انتسبوا من محافظة الرقة اليوم عم يحاربوا بساحة الدير بالدفاع. Also die Frauen, die aus Raqqa sich an den Kämpfen beteiligt haben, zurzeit kämpfen in der Zor. يعني اليوم المرأة تفدي بروحها من أجل حرية المرأة. Sie opfert ihre Seele für die Freiheit anderer Frauen. Und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich, also motiviert, dass ich heute zu Ihnen nach Deutschland komme und mit Ihnen zu diskutieren und über die Frau in Raqqa zu sprechen. Unermesslich unter Daesh gelitten. Es ist so weit mit mir geworden, dass ich schwarz hasse und den Namen Daesh hasse. Meine Geschichte ist lang. Ich möchte dies noch länger machen. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank. Paula, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns wirklich sehr, dich hier in unserer Mitte zu sehen, zu haben. Heute bist du die Vertreterin von Frauen aus Raqqa. Das sollte ein Message an die Adresse von IS sein. Danke.